So, einmal kurz den Edward das Skateboard an den Füßen wegnehmen. Und auf geht's in die Pistol. Und direkt der erste Unterschied. Nipp spielt zu zweit. Hinten über Grundlinie den inneren Spot. Und Navi auch komplett dort versammelt. Roundhole ist schon eingenommen. Haben eine Smoke beim Markelov. Und hier kommt eine kleine Rampe. So, der Go wird also auch erfolgen. Sieht nicht nach Fake aus. Sehen ja auch derjenige, der abdenkt. Markelov mit der Flash über den Spot. Oh, gute Nate ging für. Noll! Gute Nate ging für Flan. Und Markelov kann da direkt den Hit durchsetzen. Boah, Navi. Wollte auch vorpushen. War echt perfekt. Aber gab es da eine Gegenflash? Oder das war eine Mate-Team-Flash? Keine Ahnung. Und jetzt wird's eng. Aber Markelov macht noch einen wichtigen Shot. Oh, jetzt kassieren sie uns. Senja von hinten. Das kann er vielleicht sogar machen. Da zielt noch keiner. Doch, Gateway zielt schon hin von groß. Doch nicht. Oh, wird die Bombe diffused? Ich glaube. Ja. Oh, da wird einfach durchdiffused. Edward hat das anscheinend nicht gehört. Und, oder hat ihn sowieso nicht gesehen mit der Smoke. Oh Mann, bitter, bitter. Runde ging so gut los. So gut gedacht. Die Nate war perfekt. Der Shot dann hat ihn noch gefinisht. Super gemacht eigentlich. Die Granaten von Markelov wirklich top. Schade, dass der eine dann, der vorgepusht wurde, blind war. Somit 14 zu 2. Wird dann wohl doch sehr, sehr schnell vorbei sein. Navi legt sich allerdings. Sehen hier noch eine klitzekleine Chance. So, man geht innen, Edward. Mit der Galil. Senja hat ihm die wahrscheinlich gelegt. Müsste da der sein, der das meiste Geld hatte. Sieht man auch, hat noch 600 übrig. So, sie haben zwei Smokes. Flashes haben sie auch. Wir haben dann wahrscheinlich wieder über den Spot flashen. Nip spielt hier einfach nochmal exakt die gleiche Aufstellung. Oh! Edward macht den Headshot. Super, super wichtig. So, jetzt den zweiten vielleicht noch. Oh, da pusht wieder einer vor. Wer ist das? Markelov. Der kriegt nicht den Frag. Sein Headshot gesehen. Oh, oh, oh. Alter, wird Edward austeilt. Senja nutzt da gut die Smoke. Kommt an die Waffe. Ah, Edward vielleicht nochmal. Nein. Das ist dann am Ende vielleicht zu viel Risiko. Starrix letzter. Starrix im 1-on-1. Er hat ihn gesehen. Bombe liegt Standard. Oh, und Starrix teilt aus. Saubere Runde von Navi hier. Sehr gute Shots, vor allen Dingen natürlich Edward, der da die Runde geöffnet hat. Ohne ihn hätte man die Runde auf jeden Fall nicht gemacht. Dann kriegt es tatsächlich hin, die zweite Runde direkt zu holen. Und sowas sieht man bisher leider viel zu selten in Go. In 1-6 ja schon mehr oder weniger Standard, wenn man Bombe legt, 2-3 Frags hat, dass man darauf folgende Runde sich AKs legt und so. AKs sind zwar nicht geworden, aber die Galil hat halt auch gereicht. Markelov konnte auch direkt den First Track setzen. CT Tower noch. Navi steht auch relativ kompakt. Aber Nip wollte hier wieder was riskieren mit ein paar. Mit einer Farmers, mit einer Shotgun. Exist. Schießt das dann ja auf 5 HP runter. Also Damage hat Nip auf jeden Fall gemacht. Headshot. Also die Jungs teilen richtig gut Damage aus. Navi zeigt dir nochmal ein paar Lebenszeichen. Nip wird jetzt nochmal eine Full Eco einlegen. Und danach sehen wir vielleicht sogar ein Comeback von Navi. Ich meine, mit richtig guten einstudierten Ghosts, die sie sicherlich haben. Ist ja auf jeden Fall noch was drin. Bezweifle natürlich allerdings, dass sie das Spiel noch gewinnen. Diesmal geht's innen. Starrix deckt
Loot ab. Mate, KG gedeckt. KG auch schon eine hinten. Oh, jetzt ist Timing. Ne, ist noch reingekommen. So, Nip weiß da natürlich jetzt schon gut Bescheid. Friedberg hinten durchgepusht. Exist. Poppe unten. Mein Navi natürlich trotzdem den Waffenvorteil. Große Rampe deckt wieder Edward. Also die Posen sind auf jeden Fall immer bekannt. Da hat jeder seine Aufgabe. Da weiß jeder, wo er hinzugehen hat. Genauso soll es... Boah. Es ist unmenschlich. Dass Edward schon wieder für Shots raushaut. Auch wenn es gegen Neko war, aber trotzdem super geaimt. So, nächsten holte sich auch noch. Navi 5 Runden. Nip leider schon 14. Erste vollwertige Waffenrunde für Nip. Für Flan spielt weiterhin AWP. Keiner KG. Noch Makelov hat er direkt zum Get Right geaimt. Und zwar ist sogar schon raus. Also sehr schnell, wie man hier agiert. Er hat nicht die Bombe. So, holt jetzt seine Mates. Wenn er jetzt noch so eine Smoke an den Spot kommt, wäre es wirklich gut. Und zwar ist er jetzt mehr oder weniger gefangen. Und das ist genau das Problem in Go. An diesem Spot. Das sieht gerade nicht wirklich koordiniert aus. Zeus pickt die Awe. Gut, da eigentlich auf die Awe jetzt gegangen. Muss allerdings gleich ein Frag fallen. Sind alle da hinten versammelt. Oh, verschießt den ersten. Ah, Zeus einfach keine gute Awe. Wobei es wirklich schwer war. Hätte er wirklich kaum einen gesehen. Oder eigentlich keinen. Und wenn er gesehen hat, dann standen sie so schlecht. Ah, man, Nip holt direkt das Draw. Auch wenn Navi da gut auf den Spot kommt, aber die Smokes liegen einfach nicht. Dann wuselt man da am Spot zu zweit rum. Das hat man bei Nipget besser gesehen. Da ist, glaube ich, nur einer am Spot. Die anderen sind irgendwie oben. Und dann, sobald die Bombe gelegt wird, wird gegenflecht und ach, keine Ahnung. Das sah bei Nip viel besser aus. Wobei Navi natürlich auch nicht so viel Gegenwehr immer geleistet hat. 15-5. Navi natürlich nochmal mit Geld. Haben da sogar einen dicken Überschuss. Wieder an der Füße. Oh, der hat Fleck schon einen Antwort gegeben. Boah, es kommt noch einer. Wichtig von Makelov. Große Rampe. Oh, jetzt auch noch alles groß. Da rennen sie einfach vor, wollen da irgendwie auf die Fricks. Edward verbleibende Spieler. Und auch schon im Zelt abgeaimt. Passiert direkt ein Headshot von Friedberg. Keine Chance für Navi leider in diesem Auftaktmatch im TechLabs Cup. Ruhe 2013, 16:5 geht das Spiel hier an Nip. Und wir sehen uns hoffentlich bald wieder. In wenigen Minuten, vielleicht 10, 15. Ich weiß es nicht, wann es hier weitergeht. Aber auf jeden Fall das nächste Spiel. ESC gegen Virtus Pro im anderen Upper Bracket Halbfinale. Nip zieht eine Runde weiter. Navi wartet jetzt auf den Verlierer zwischen VP und ESC. Bis gleich.